Hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Rob beim Let's Play Pharao. Und zwar sind wir jetzt am Ende der frühdynastischen Zeit und wir können uns jetzt eine Stadt aussuchen. Klicken wir mal drauf. Die Nekropole, also weil wir da irgendein Monument bauen müssen. Gefährliche Gewässer, hier wird bestimmt ein bisschen Militär-Action geben, aber ich bin für ein Monument, das heißt, wir spielen Abydos. Und dann geht es auch schon los. Wir brauchen diesmal 2500 Bevölkerung, eine Wohlstandswertung von 25, Königreichwertung von 60, Monumentwertung von 17, das ist schon ein bisschen was Größeres als eine Master war, und eine Kulturwertung von 25. Dann gucken wir mal auch zur Stadt rein gleich. Wir sind nahe am Gewässer, es gibt Handelswege, oh, Fischfang. Bootsbau gibt es auch, einmal frei. Aber ich muss die Geschwindigkeit wieder runterdrehen, weil die ist noch vom letzten Mal auf 100. Die reicht auf 90. So, hier sind die Wege, hier ist das Wasser. Kann ich schon das Monument sehen? Ah, eine mittlere und eine kleine Masterbar. Okay. Dann fangen wir einfach mal an. Die Steine hier, die stürme ich ein bisschen. Wo baue ich denn am besten? Baue ich so. Ich würde sagen, wir bauen hier unten hin und bauen diesmal so lang. Wir bauen noch ein bisschen größer diesmal. Wir bauen halt nur eine Siedlung. So, passt das dann? Ja, das sieht eigentlich gut aus. Dahin, dort lang und so sind wir fertig. Hier kommt dann das und hier kommt dann die Infrastruktur hin. Also wie immer der gleiche Aufbau am Anfang, ne? Und jetzt haben wir endlich die Zahnarztpraxis, die ich vorhin gesucht habe. Da ist sie, der Zahnarzt. Jetzt können sich die Leute endlich wieder in ein Gebiss im Mund schieben und dann besser sprechen. So, Feuerwehrwache. Und Architektenbüro. Aber das gab es ja im alten Ägypten noch nicht, denke ich mal. Also kann man nicht vorstellen, dass die schon gut vielleicht aus Elfenbein oder so. Vielleicht doch nicht so abwegig. Ne, Zahnarzt brauche ich jetzt noch nicht. Ich will nur eine Apotheke. Apotheke, Apotheke und natürlich noch eine Polizeistation. So, wie bekomme ich hier? Hier kann ich Farm bauen. Gerste. Okay, das wäre ja drüben dann. Ich kann einen Fischereihafen bauen. Oh, es sind Krokodile. Brauche ich ja für Holz für die Boote. Ein Fischerhafen. Papyrus werde ich bestimmt abbauen können. Und hier sind halt noch Steine, aber da gibt es halt nichts wirklich, oder? Oh, jetzt gibt es echt viel. Schilf kann ich abbauen. Und hier Töpferei, Papyrus, Ziegelei, Baugildenwerft. Okay. Dann fangen wir einfach mal an mit dem Fischereihafen. So, der kommt dann. Hier wird ein Architektenbüro und ein Polizeiposten, Feuerwehrposten. Wir warten darauf, eine Werft Fischerboote baut. Dann bauen wir eine Werft. Die Werft. Die braucht Holz, hundertprozentig. Aber vielleicht für die Fischerboote nicht. Wenn ich Glück habe, braucht die für die Fischerboote gar nichts. Ansonsten muss ich hier rüber Nahrung holen. Produktion ist abgeschlossen, okay. Dann bauen wir noch ein Bazar. Ne, ist mal ein Silo. Bauen wir dahin. So, hier können wir eigentlich die Stadt doch doppeln, wenn ich hier noch eine Ecke dran baue. Das überlege ich mir noch. Ich mache mir hier noch. Ne, kommen dann die Bazare hin, theoretisch. Also das weg und so. Und dann hier nochmal die gleiche Stadt dranhängen. Natürlich das jetzt im Weg, aber das kann ich noch umsetzen. Und dann baue ich das dahin. Bin ich schon ziemlich am Ende dieser Map. Aber das ist ja nicht schlimm. Feuerwehrwache, Architektenbüro. Polizeistation und die Apotheke. Okay, es geht also ohne Holz, die Fischerboote. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir haben Nahrungsquelle. Nummer 1 ist Fisch. So. Arbeitskräfte benötigt. Jawohl, schicken Leute. Es kommen, es kommen. Keine Angst.
So, kann ich da noch mehr Boote bauen oder reicht der Fisch dann? Was kann ich denn für Farm bauen? Gerste und Flachs und Fischereifarm. Also Hafen, ist ja klar, ne? Gerste und Flachs. Ich kann Bier brauen und Weberei. Okay, aber ich kann keine Dings, Ton. Schade. Ton gibt es hier anscheinend nicht bei der Map. Dann bauen wir erstmal, wie gesagt, den Bazar. Königreichwertung, die passt. Kulturwertung brauche ich 25, Monumentwertung 17 und Wohlstandwertung, okay. Was sagt die Arbeitslosigkeit? 9%. Ja, ich baue den Dorfpalast eigentlich immer. Ich baue den jetzt wieder, was soll's. Hier schön am Wasser. Kann einmal den Dorfpalast hin. Oh, Religion, ja. Wir haben nur Osiris, das ist okay. Ein Gott, besser als keiner. Haben wir gleich noch Tempel, dann brauchen wir noch die Nahrung und dann gehen die Leute hier hoch, die Gebäude. Denn wir brauchen auch ein paar Leute. Hier kann ich ja auch schon, ne? Farm, Gäste. Oh ja. Hier kann ich auch schon bauen. Das heißt, wir brauchen aber dann erstmal Ton. Die verkaufen Ziegel und Ton, das ist sehr gut. Und die kaufen aber nichts. Die kaufen nur solche Sachen. Menefer kauft Bier. Okay. Und ihr kauft auch Bier und Fisch. Und Papyrus. Oh, Papyrus stelle ich auch her. Da werde ich mit euch handeln. Also wird bestimmt. Ne, das ist eine Landhandelsroute, oder? Ja. Und das hier wird eine Wasserhandelsroute sein. Kein funktionierendes Dock. Ich weiß, wir haben keinen Dock. Wo baue ich das Dock jetzt? Da baue ich einen Dock. Okay. Das müsste jetzt nur eins nach unten. Das geht nicht. Also muss ich hier hinknallen, das Dock. Das Dock kommt und wir kaufen dann da den Ton ein. Aber nur 400 und können wir schon was verkaufen? Wir könnten Bier, aber da müssen wir erst Gerste haben. Also bauen wir Gerste. Und jedes Feld bekommt seine Straße an Land. Dass dann auch die Arbeiter rankommen. Bauen wir hier noch ein Arbeiterlager und eine Straßensperre kommt dann hier noch hin. Straßensperre. Ich sehe sie nicht, da ist sie. Natürlich muss ich dann auch die Straße verbinden, das war jetzt richtig chlorreich. Weil dann kann die nämlich weg. So, wir bekommen dann Ton, sobald wir Warenlager haben. Wir bauen dann Gerste an. Brauche ich noch ein Eckchen, wo ich das alles produziere? Weil hier wird dann das alles ziemlich unschön. Bauen wir erstmal Brauereien. Ich könnte jetzt hier welche, aber dann wird das Gebiet so unattraktiv. Doch hier noch hinbauen. Straßensperre ein Stückchen weiter weg machen. Wichtige Bevölkerungszahl erreicht. Wir haben 500 Leute endlich erreicht. Ich komme wieder ein bisschen mehr ans Mikrofon, dass er mich auch viel besser hört. Weil sonst ist die Aufnahme wieder mal zu leise. Und das wäre nicht so toll. Wir bauen hier Brauereien hin. Brauerei. 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 Und dazu dann einfach noch eine Feuerwehrwache und Architekturgebäude. Und noch mehr Brauereien, weil Brauereien braucht das Land. Und bei euch ist bestimmt alles zu hässlich. Jo, es ist alles einfach nur hässlich. Dann bauen wir hier noch sowas und hier sowas und da sowas und hier nochmal einen Garten. Damit müsste es wieder ein bisschen hübscher für euch sein. Bauen wir noch ein Warnlager. Und das Warnlager nimmt jetzt nur. Ja, ich brauche halt die Gäste, die mich reinkriegen. Ihr nehmt einfach nur Gäste an. Okay, dann brauche ich noch einmal Lager, was das Bier annimmt. Ach, die Stadt ist zu nah hier dran. Naja, bauen wir jetzt hier hin, was soll's.
Und ihr nehmt einfach nur das Bier an. So, dann haben wir das. Okay, Fisch ist auch schon voll. Wir könnten noch ein nächstes Silo bauen. Aber es ist halt alles zu nah an der Stadt. Das macht halt hier alles hässlich. Da bauen wir hier mal eine mittlere Statue. Ich könnte hier noch alles mit Gärten erstmal vollknallen, weil hier ist ja eh Platz. So, das kommt soweit. Das passt. 11% sind arbeitslos. Hier sind eigentlich genug dran. Schilfsammelstelle. Die könnten jetzt hier, dann müssten sie darüber irgendwie kommen. Könnte ich halt dann bei Pyrus bauen. Oder halt noch mehr Bier. So, wie viel Bier kauft denn ihr? Ihr kauft 2,5 und ihr kauft mal die Handelsroute öffnen. Jawohl. Ihr kauft auch 2,5. Okay, ich kann noch ein paar mehr Brauereien bauen. Wenn ja die Gerste dafür reicht. Aber soweit sind ja eigentlich die Überschwemmungen gut. Die Bevölkerung wächst. Wir brauchen aber 2,5, nicht wahr? Ja, 2,5. Haben aber schon fast 1000. Das sollte eigentlich passen. Jetzt brauchen sie halt Kultur. Oh, ich muss Kultur bauen. Musikpavillon. Ne, hätte ich hier hinbauen können, aber kann ich nicht, weil hier ist die Steine im Weg. Die Steine im Weg. Aber hier könnte theoretisch ein Pavillon hin. Ja. Da bauen wir nämlich eine Jonglierschule. Hier ist es einfach nur zu eng. Ich habe es einfach alles nur zu eng gebaut, habe ich das Gefühl. Haben wir erstmal eine Jonglierschule. Bauen noch ein paar Plätze. Weil das Haus ist hier nicht. Jetzt ist das auch besser. Und die sind noch ziemlich hässlich. Bauen noch ein paar Schreine. So. Dann wird es hier nämlich alles hübscher. Ich kann immer noch keine Plätze bauen. Die Straßen sind noch nicht schön genug. Dann fangen wir einfach mal hier an. Und dann geht es weiter. Ah, da geht es nicht weiter. Schade. Jetzt geht es weiter. Dann müsste es nämlich hübsch genug sein. Aber was fehlt? Was fehlt? Was fehlt? Wasserversorgung. Wir brauchen noch eine Zisterne. Hier kommt nicht genug Wasser an. Warum nicht? So, gleich kommt die erste Gerste. Meine Fischereihäfen sind auch eigentlich voll. Können wir mal zu den mittleren Masterbar gucken und die kleine Masterbar. Dafür braucht man aber, das kann ich Ziegelei doch. Da brauche ich dann bestimmt Stroh noch dafür. Kann ich das irgendwo kaufen? Nein. Ton verkaufen die und die verkaufen Stroh. Und die verkaufen Granit, und Ziegel. Und die verkaufen Stroh, ja, wie gesagt, Stroh und die verkaufen das Ton. Mit denen habe ich eine Handelsroute, mit denen drei, mit denen noch nicht. Holz, ne, Holz habe ich noch nicht. Oh, hier oben ist ja auch noch eine Stadt. Die verkaufen nur. Also muss ich ordentlich viel Bier herstellen, weil damit kann ich anscheinend am meisten Cash machen. Aber erstmal, wenn ich hier meine Dem sehe, sieht es gerade schlecht aus. Ich brauche Steuereintreiber. Wir müssen Geld eintreiben. Und nicht wenig. Jetzt hat er eine Straße. Jetzt hat er eine Straße. Kein Geld mehr. Bitte, Pharao. Danke, Pharao, für die 5000 Spende.